Hey, was geht ab? Nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein Meta Hero Video von mir. Und muss ich unbedingt drüber sprechen, denn der Preisverfall war schon ziemlich krass. Wenn wir mal kurz schauen, habe ich es irgendwo gespeichert. Ich guck mal hier in meinen eigenen Holdings. Hero. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, waren wir irgendwie bei 0,009. Jetzt sind wir halt hier irgendwo angelangt. Hier irgendwo, ja. Und jetzt nochmal 50% runter. Einige der Leute sind, ich weiß nicht, haben Angst, sind in Panik, denken, oh mein Gott, was ist hier los? Und ich bin halt auch seit meinem Investment, seit den 1 Million Meta Hero, die ich habe, auch wenn ich ein bisschen hin und her geswitcht habe, jetzt habe ich halt 1 Million Meta Hero wieder, auch fast 50% runter. Werde ich verkaufen? Nein. Habe ich irgendwie Angst, dass es noch weiter runter geht? Angst nicht. Es kann meinetwegen auch auf 0,001 gehen. Weißt du, was ich tun würde? Ich würde einfach nachkaufen. Nochmal 1 Million. Dann habe ich 2 Millionen. Warum werde ich bis zum nächsten Bullrun, höchstwahrscheinlich 2025, weiterhin halten? Weil ich der Meinung bin, dass der All-Time-High von knapp 25 Cent gebrochen, durchbrochen wird. Werden wird. Warum? Es gibt ein paar Updates. Ich meine, zum einen, ich vertraue darin und glaube an das Team, einfach weil ich sehe, was die Wolf Group alles schon auf die Beine gestellt hat und jetzt halt mit Meta Hero als ihr eigenes Baby, was da weitergeführt wird. Es gab ein paar Updates, Meta Hero ist nämlich auf dem Festival gewesen, von Spieleentwicklern, wo der Host CD Projekt war. Ja, zeige ich dir einmal kurz ein Video dazu. Moment. Ich hoffe, man kann den Ton hören, ich weiß nicht. Ich hoffe schon. Falls nicht, erzähl einfach ein bisschen. Denn was man hier sieht, ist der neue portable Scanner. Gut, neu sei vielleicht ein bisschen dahingestellt. Ich bin der Meinung, dass im letzten Ask Me Anything mit Mario Scroll dieser Scanner schon eigentlich da war. So, nur es wurde nicht gesagt, ey, Leute, das ist der portable Scanner. Ist auf jeden Fall deutlich kleiner, das Ding, als dieser große, fette, 7 Meter große mit Glasdach und so. Der damals in Dubai stand, vor einem Jahr oder so. Es zeigt einfach, und das ist nur eine Sache, die zeigt, was da von dem Meta Hero Team und dem CEO gesagt wird, wird auch umgesetzt. Ja, ich habe auf meinem YouTube-Channel häufig jetzt Kommentare gelesen, Meta Hero ist ein Scam und jetzt siehst du ja, Rob Grin, der eigentliche Gründer, ist jetzt nicht mehr CEO und das war alles nur so ein Startup-Scam und jeder, der da rein investiert hat, ist ein Vollidiot und jeder, der da noch weiter investiert, sowieso auch total bescheuert und Ignaz, wie kannst du über so ein Projekt überhaupt Videos gemacht haben und jetzt noch weiter Videos machen? Ich sag dir warum. Wir sind im Bärenmarkt. Der Preis ist weit unten. Das Team baut weiter. Sie machen weiter. Sie sind vielleicht nicht so, aktiv auf, wie heißt Twitter, wie jetzt irgendwie ein anderes Projekt, aber dafür im Telegram-Channel. Und im Telegram-Channel, seit dem CEO-Wechsel, ist halt auch der CTO Konrad Sobczak mit dabei. Und ich glaube sogar noch 2 andere Leute. Und da wird andauernd irgendwelche Updates gegeben. Leider nicht so oft, dann, dass es auf Twitter weitergegeben wird, aber dafür auf Telegram. Und das ist halt die Sache, im Bärenmarkt ist es schlau, dass man in Projekte früh genug investiert, bei denen man denkt, da steckt eine Menge Potenzial drin. Und dass man das Ganze dann auch verfolgt. Und es ist eine Sache, ob man dann die Twitter verfolgt oder irgendwie sich YouTube-Videos dazu anschaut, wie von mir, oder ob man aktiv dann im Telegram-Channel ist oder vielleicht, wenn es einen Discord-Channel gibt, was auch immer. Und dass hier viel Potenzial drin steckt, zeigt hoffentlich auch nochmal das, wenn ich es finde. Und zwar hat Konrad auch ein gutes, es gibt übrigens die Meta Hero App, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt benutze, wird das Loyalty-Programm in Zukunft auch haben. Was da genau bei rumkommt, werden wir sehen. Vielleicht sowas wie Staking wird dabei rumkommen. Hier gibt es Bilder aus der Schweiz, wo schon mal zumindest geguckt wird, okay, wo kann denn der Serverraum, der benötigt werden wird für die ganzen Scans, denn stehen? Und hier haben sie sich, glaube ich, potenzielle Immobilien angeguckt, die sie dann wahrscheinlich mieten. Also kaufen, denke ich jetzt nicht, macht nicht so viel Sinn. Auch richtig geil.
Dann gucken, ob ich es finde. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Ich bin total übelst nicht vorbereitet. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass dieser Roboterarm, der angeblich dann wahrscheinlich gedruckt, benutzt wird, um irgendwelche Sachen zu drucken oder sonst irgendwie zu machen, was jetzt auch keine Weltneuheit ist, dieser Roboterarm, der wird irgendwie in der Industrie schon benutzt, dass er nur hier benutzt wurde, um einen Fernseher zu halten. Teurer Fernseher halt, egal. Mal gucken, ob ich es finde. Ich finde es wahrscheinlich nicht auf die Schnelle. Doch, ich habe einen Post dazu gemacht. Ha, machen wir so. Wenn ich auf YouTube gehe, auf meinen Kanal, Community-Beitrag. Mega interessant. Bleibt bitte dran, bis ich das hier gefunden habe. Wo ist das? Ach, worüber kann ich auch gleich sprechen. Nein. Hier, bam. Meta. Also sprich, ex-Facebook, jetzt Meta. Baut an ähnlichen Scannern. Wie Meta, ja. Was sagt uns das? Ja, vielleicht finde ich hier den Artikel. Hier müsste er sein. Da. Meta reveals future of realistic avatars at offices in Pittsburgh. Die arbeiten daran, dass man sich einscannen lassen kann. Komische Kameras. Oder was auch immer. Für das Metaverse, dass sie sich selber aufbauen. Sieht sehr ähnlich aus wie Meta. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass jemand wie Robert Grin nicht ein paar Laberkopf ist und einen Exoscan gemacht hat, sondern das Ding vernünftig gegründet hat mit Leuten, also sprich der Wolf Group, die das dann drauf haben, das Ganze umzusetzen. Denn es wurde gesagt, wir bewegen uns hier in einem Bereich von Innovation und schätzen ein, dass es in Zukunft noch größer wird. Und wir wollen so die Frontrunner sein, so die Ersten. Und sie waren die Ersten. Jetzt kommen wir auf einmal Meta an. Und scannt nur den Kopf oder den Kopfbereich bis hierhin. Meta Hero scannt den ganzen Körper. Und nicht nur den ganzen Körper, sondern auch andere Objekte. Andere Lebewesen. Und all das wird dann in den Servern gespeichert, wenn das hier mal durch ist mit den Servern in der Schweiz. Und dann können Leute wie oder Firmen wie CD Projekt sagen, ey, ihr habt schon so und so viele Leute eingescannt, wir wollen ein neues Videospiel erstellen. Wir kaufen die und die Scans ein, die Leute sehen toll aus, benutzen wir ein Videospiel, dafür kriegen sie dann Tantiem. Das wird möglich sein. Der Scan, den du dann selber benutzt, im Metaverse, egal welchem, wird möglich, solange es auf Unreal Engine läuft, wird möglich sein. Und das sind alles Dinge, die noch in der Zukunft sein werden, die noch passieren müssen, an denen aber halt, darauf will ich hinaus, gearbeitet wird. Daran wird gearbeitet. Wer jetzt nicht in Meta Hero investiert, während die Preise so unglaublich niedrig sind und wahrscheinlich noch weiterfallen werden, ins Gefühl Bodenlose, da wird sich dann sowas von ärgern. Sowas von ärgern. Wenn der nächste Bullrun kommt. Und der nächste Bullrun wird kommen. Der Vierjahreszyklus ist weiterhin intakt. Meiner Meinung nach. Es gibt Leute, die sagen, nö, ist ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, verändert sich. Aber trotzdem spielt das Bitcoin-Halving weiterhin einen großen Effekt darauf, auf den Preis. Und darauf, den Bullrun einzuleiten. Und der Bullrun wird kommen. Genauso wie er die Jahre davor auch immer gekommen ist. Genauso wie es 2021 der Fall war, letztes Jahr. Genauso wie es 2017 oder 18 der Fall war. Genauso wie es davor der Fall war. Nur weil der Preis hier ist von, ich kann das wahrscheinlich nicht auf die Schnelle einstellen, aber meistens waren halt 25 Cent. Ja, sieht man's. Oh, dieses Tool ist so eklig. Egal. Und wir jetzt 99% runtergedroppt sind, heißt das nicht, dass es nicht wieder hochgehen kann. Und es wird wieder hochgehen. 10.000 BNB sind immer noch gelockt. Die Leute arbeiten daran und man sieht, dass etwas passiert. Das ist der Grund, warum ich meine Millionen Meter Hero, die ich jetzt habe, weiterhin halten werde. In meinem Ledger. Wenn du noch kein Ledger hast, oh mein Gott, bitte hol dir ein Ledger. Ledger Nano S, X, was auch immer. Wenn du Link nicht findest, Links in der Beschreibung, immer den richtigen Shop oder die offizielle Seite finden und nicht einfach in Google eingeben oder auf Amazon und sich so ein Ding holen, vielleicht gebraucht, vielleicht ist es
vorher so ein bisschen gehackt oder gecrackt worden und dann lädst du deine Coins oder Token darauf, auf einmal sind die weg. Weil du dachtest, oh, ich will 10 Euro sparen oder ein bisschen mehr. Links in der Beschreibung, wenn du zur offiziellen Website willst. Eine letzte Sache noch, bevor ich das Video abschließe. Ich habe vor einiger Zeit gefragt, ob jemand Interesse an MetaHero-Merch hat. Das war, glaube ich, irgendwo hier weiter unten. Und ich finde es nicht mehr. Ein oder zwei Leute haben gesagt, ja, hätte ich prinzipiell. Also habe ich so einen Shop erstellt mit einigen Designs. Hier ist es. Zuckerberg has no chance mit dem Portable Scanner. Scan Me Baby und MetaHero Investor finde ich ganz cool. Ist nur hier ganz klein. Auf verschiedenen Produkten. Und das hier finde ich am geilsten. Schau doch mal bitte im Shop vorbei und sag mir, welches dieser Produkte, welches dieser Kleidungsstücke, also Pullover oder Sweatshirts oder T-Shirts, du am geilsten findest. Und ich werde es auch einmal bestellen, damit ich es, wenn ich ein MetaHero Video mache in Zukunft, das Ganze hier dann auch trage und nicht hier Werbung für Nike mache. Oder so. Ja, würde mich interessieren. Ich glaube, ich bin mehr so dieser Kapuzentyp. Das hier werde ich, glaube ich, auswählen. Oder, was ich auch geil fand, hier ist es an der Seite sogar. Habe ich es hier gemacht oder woanders? Nee, hier habe ich es gemacht. Ich weiß gerade nicht. Aber bei einem dieser, hier, Druck an der Seite zum Beispiel. Finde ich auch geil. Kann man die Seite zeigen. Hier, ist auch an der Seite gedruckt. Vielleicht auch das. Eins davon bestelle ich mal für ein extra Video dazu, dass ich in Zukunft das Ganze auch einmal hier represente, ja, wenn ich MetaHero-Videos mache. Und zum Schluss vielleicht nochmal, Leute, tut mir einen Gefallen. Mein Channel besteht nicht nur aus MetaHero-Videos. Wir leben aktuell in einer Zeit, wo die Inflation noch krasser werden wird. Eigentlich ist schon nicht gerade wenig gestiegen. Und wichtig ist, dass man die Assets, die man aktuell hat, nicht verkauft. Damit das geschieht, ja, wenn man das Geld halt vielleicht dringend braucht, gerade vielleicht, wenn dann Stromrechnung, Gasrechnung und so kommen, so kommt. Damit das halt nicht passiert, muss man weiterhin genug Einnahmen erzielen, um Rücklagen zu haben, sich aufbauen zu können und weiterhin investieren zu können. Ja, viele Leute haben das Problem, dass sie halt nicht Geld zur Verfügung haben, um es zu investieren, geschweige denn, um es zu sparen. Oder andersrum. Deswegen ist es wichtig, sich weitere Einnahmequellen aufzubauen, damit man dann extra Geld hat, um es in dieser mega großen Chance und Gelegenheit des Bärenmarkts weiter zu investieren und sich nicht davon drücken zu lassen, dass dann vielleicht die Spritpreise noch weiter hochgehen oder Lebensmittelpreise noch weiter hochgehen oder irgendwelche anderen Lebensunterhaltskosten. Ja. Wird nicht immer so sein, wir werden auch wieder bessere Zeiten haben, wieder mehr Geld in der Tasche, aber jetzt gerade ist ein perfekter Zeitpunkt, sich weitere Einnahmequellen aufzubauen und mein Channel steckt voll von so welchen Videos, wie du das machen kannst. Also schau dir vielleicht nicht nur MetaHero-Videos an, sondern auch andere Videos auf meinem Channel. Das war's, glaube ich, soweit. Ich hoffe, das Ding hat auch aufgenommen. Ich hatte heute ein Interview, hat nicht ganz geklappt mit der Aufnahme. Hier der Interviewpartner schreibt mir jetzt auch gerade eine Nachricht. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Wenn du irgendwelche Kommentare loswerden willst, tu das bitte. Und vergiss nicht zu liken, würde mir und diesem Channel auf jeden Fall weiterhelfen. Wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich dann vielleicht auch schon mit besseren Preisen, MetaHero. Bis dahin, hau rein. Ciao.